Ja, hallo Markus! Ja, Erhard! Hast du es geschafft? Ja, endlich, Bist du aus deinem hohologischen Jagdstall gekommen? Ja, yes, aus einem wunderschönen Jagdstall, ja. Und du bist gekommen heute, um ein Vitali auszuprobieren, gell? Genau, endlich diese Probefahrt zu erleben und das Vitali auf Herz und Niere zu testen, ja. Ja, und ich habe gehört, du willst dann eventuell sogar mitnehmen für deine Verwandte und für deine Freundin, die Nathalie, gell? Ja. Und deine Mutter soll auch mitfahren. Genau. Und der Schwiegervater. Müssen jetzt alle überzeugt werden. Und dann ihre Kinder. Das ist ja, du weißt ja, das ist ein Multifunktions-Familien-E-Bike, ne? Unter anderem das Vitali. Ne? Du kannst ja länger hoch und runter machen. Wie viele Leute passen drauf? Alle. Mhm. Aber hintereinander. Ach, hintereinander? Ja. Ah, gut. Was hast denn du gedacht? Ja, alle auf einmal, um Zeit zu sparen. So. Nee, also, jetzt pass auf. Du bist ja gekommen, damit du das verstehst. Ja. Dätschst du mal gerade auf die andere Seite rüberkommen, ja. Dann hast du da einen besseren Zugang und Zublick. Also gleich vorweg, Erhard, ich habe wirklich keine Ahnung bis daher von E-Bikes oder auch vom Antrieb. Also du musst mir schon... Ja, ich weiß, du kommst aus dem Jagdstall und es ist ja das Tal der Ahnungslosen. Nee, das ist so nicht ganz richtig. Es ist das Tal der Empfangslosen. Aber Ahnung haben wir sehr wohl. Aber von was? Von allem. Von Mostmacher vielleicht? Das auf jeden Fall. Wir können alles außer Hochdeutsch. Achso, ja, da habe ich ja mal Schwierigkeiten damit. Also gut, dann erkläre ich dir jetzt das Vitali, wie es bedienen tust nachher. Ja. Hast du schon mal so einen Schaltgriff da gesehen? Im Jagdstall? Ja, doch. Das gibt es durchaus auch an normale Fahrräder. Ja, das stimmt. Das Vitali ist an für sich ein normales Fahrrad. Und das Schöne ist, du kannst auch mit dem Vitali fahren wie mit einem Fahrrad. Ohne Antrieb kannst du mitfahren. Also wenn der Strom mal ausgehen soll im Jagdstall, ja, dann kannst du fahren so und kannst es immer noch benutzen. Ich tue dich jetzt schon mal an die Schaltung schalten lassen, lange lassen. Ne? Guck, Das ist der erste Gang. Ja. Und dann hat das Vitali, das Modell hat 8 Gänge. Schalte mal hoch und runter und guck, ob du das kannst. Also Markus, ich merke schon, das Drehen hast du mal gelernt irgendwann einmal? Ja, tatsächlich. Der 8. Gang, ist es jetzt der leichteste oder der schwerste? Das ist der schwerste. Für ganz so dumm brauchst du mir auch nicht vom Kabel, gell? Also gut. Du brauchst natürlich jetzt nicht anfahren im 1. Gang, wie das jetzt zum Beispiel im Auto machen tutscht. Ne? Im Auto fährst du im 1. Gang auch. Ja. Bei einem Fahrrad fährt man aber mit dem 1. Gang einen ganz steilen Berg hoch. Also auf der Ebene losfahren kannst du auf alle Fälle mit dem 4. 5. Schalte mal in der 4. 5. Okay, 4. Gang hat er jetzt drin. Und wenn du danach halt fährst und es wird immer schneller, Dann musst du natürlich auch entsprechend schalten. Sonst ist ja kein Pedaldruck mehr da. Dann trittst du ins Leere. Also je schneller, umso schwerer Gang. Wie okay. Am Auto, ja, ne? Gut, logisch, ja. Das hast Hab ich kapiert, ja. Oh, prima. Aber ich werde es nachher überprüfen, nach, gell? Ja, gut, okay. So, also die Schaltung, du fährst also wie ein normales Fahrrad, wenn du keinen Strom hast. Ja. Aber jetzt kommt der Antrieb dazu. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob du das verstehst. Daneben hinten drin, guck mal, das ist ein Zündschlüssel da. Zündschlüssel. Also es hat natürlich keine Zündung wie ein Auto, aber ich sag's halt, weil du wahrscheinlich Autofahrer bist bisher. Ja. Ich stecke den jetzt mal da hinten da. Akku nein und dreh nach rechts. Hoha. Jetzt brennt das Rücklicht und auch das Vorderlicht. Wir lassen nämlich unsere Testräder immer das Vorderlicht mitbrennen, damit die Leute im Straßenverkehr auf einmal sehen, da kommt einer und der hat das Licht an, da müssen wir aufpassen. Okay. Gell? Also für deine Sicherheit und das von der anderen. Ne? Markus, jetzt die Zündung ist an. Also der Strom liegt jetzt an bis daneben her zu dem Kästle. Ja. Das ist dein Bedienelement. Mhm. Die Ausländer sagen Display dazu. Display. Aber du darfst Bedienelement sagen. Sag mal Bedienelement. Bedienelement. In Ordnung. Jetzt drück schon mal bitte auf diesen rot umrandeten viereckigen Knopf. Okay. Den haben wir extra rot umrandet gemacht, damit man weiß, aha, da wird es eingeschaltet. So, gut, jetzt fährt die Steuerung hoch und zack, da sind wir. Jetzt erkläre ich dir mal das Display oder Bedienelement. Bedienelement. Power, das ist mal das Erste. Ne? Mhm. Da sind jetzt 4 so Balken drauf. Das heißt Power, das sieht ja aus wie eine Batterie, der Akku ist voll.
Prover. Prover. Aha. Müssen die Franken in Lauda erst einmal ein wenig Englisch lernen, hä? Wir reden nicht Deutsch miteinander bei uns. Seid ihr auch gar kein Franke, ihr seid Badenser. Nee, wir sind Franke. Aber das ist ein anderes Thema. Also gut. Bleib beim Thema. Du sollst heute noch fahren können. Ja, ja, ja. Dann sehen wir hier die Entfernung, die bereits zurückgelegt worden ist, damit du das auch warst. 4600 irgendwas, Punkt 8. Also dahinter blinkt der Pünktle. Mhm. Assist, das ist der Assistent, der unterstützt dich. Das ist quasi der Tempomat. Das ist das dann was für Fortgeschrittene. Hier sehen wir die Geschwindigkeit, 0 Kilometer pro Stunde. Ja gut, klar, mir stehe ja. Genau. Hast du gerade gemerkt, ne? Moment mal, das hast du gemerkt. So, und daneben oben ist noch so ein Glanzpünktle, der schwarze Punkt. Siehst du den? Ja, der da. Wenn du nachher fährst und der Motor zieht Strom, dann wandert hier daneben ein Balkendiagramm nach links. Mhm. Und dann kannst du in etwa sehen, ob und wie viel Stromverbrauch das da ist zum Eischützen. Mhm. So, okay, wenn du jetzt vorn duscht, die ersten paar Meter, die Rathausstraße in Lauda hoch, ne? Ja. Dann nimmst du nicht diese Assist-Unterstützung, nein, die nimmst du nicht, sondern schalte die mal bitte zurück mit der Minustaste, die nach unten zeigt. Also den Assist steuere ich quasi mit den Plus und Minus, ne? Das, ja, genau. Okay, das erklärt sich ja von selber. So, und du meinst ganz aus, also Assist ganz weg. Und guck, was da jetzt steht, kannst du das lesen? Ja, Auto. Sehr gut, Auto. Ist aber Fahrrad, werden das... Ich habe leider Gottes keinen Einfluss darauf. Ich würde da was anderes hinschreiben. Kurzum, es ist so, jetzt wenn du fährst, hat das Vitali keine permanente Unterstützung. Der Assist, der Tempomat, nein, hast du ausgeschaltet. Aber was du bedienen kannst, ist nun der Drehgriff. Ah, das ist quasi der hier, ne? Mhm. Früher hat man Gasgriff gesagt, aber das ist natürlich kein Verbrennungsmotor mehr, sondern man könnte jetzt auch einen Stromgriff. Modern sagt man auch Booster dazu, ne? Der Booster. Booster. Booster hört sich gut an. Ja. Jetzt nimmst du mal gerade mal deine Hand, ja, umfasst es vorsichtig und drehst dir zu. Hahaha. Ha, ha. Bist du erschrocken? Kurz, ja. Habe ich mir gedacht. Hätte jetzt nicht mitgerechnet. Ja, das zieht ganz schön an. Das ist die sogenannte Anfahrhilfe oder Schiebehilfe. In der Funktion sind wir. Wenn du dieses Ding betätigst, dann geht es los. Du schiebst entweder den Berg mit hoch. Oder wenn du nachher draußen duscht, dann kannst du den betätigen und die Anfahrhilfe bringt dich in eine Geschwindigkeit von 6 km/h, ohne dass du trittst. Und ab dem Moment, wo du anfängst, duscht mit deinen Pedale zu drehen, dann geht das Ding richtig los. Dann kannst du bis zur Endgeschwindigkeit hoch, kannst du dann mit diesem Buchstall fahren, als ob du ein Mopedler hast. Okay. Aber gedreht wird. Ohne Drehen geht nichts. Alles klar. Darfst du mir das jetzt nochmal wiederholen? Ja, sprich, ich habe diese Anfahrhilfe mit dem Booster bis zu 6 km/h. Ja, genau. Und danach kommt die elektronische Unterstützung erst dann, wenn ich selber anfange zu drehen. Ja, und weiter trittst. Und weiter tritt, ja. Ja. Also so wie halt der Pedelec gemeinhin funktioniert. So ist. Ja. Das Schöne ist halt dieser Booster, du kannst intuitiv die Geschwindigkeit ansteuern, musst also nicht die Tretkraft erhöhen oder sowas, wie es bei anderen E-Bikes ist. Und dadurch empfehle ich, diesen Booster zu nehmen, entweder in der Innenstadt, da bist du unwahrscheinlich schnell, kannst um die Ecke rumzischen, anhalten, losfahren an der Ampel, ne, mit dem Porsche kannst du dich da anlegen, die ersten paar Zentimeter. Und auf lange Strecke zum Beispiel, wenn du ganz wenig Strom verbrauchen möchtest, fährst du wie ein ganz normales Fahrrad und holst dir ab und zu mit dem Booster ein wenig so Geschwindigkeit oder Beschleunigung. Okay. Na, und dann, das ist ein wunderschönes Fahrrad. Ich fahre gern ausschließlich hier da mit dem Drehgriff. Ah ja, okay. Gut zu wissen, ja. Mhm, da. Jetzt kurze Frage noch von mir, wie schnell fahren denn die Porsches in Lauda, wenn du sagst, ich kann mit dem Rädchen mit der Porsche auflegen? Ganz, kann ich genauso auch. Wenn es dann eben hochgeht bei uns jetzt, die Rathausstraße, die ist auf 20 km/h beschränkt. Mhm. Ah ja. Geschwindigkeit. Also kannst du mit jedem auflegen, ich sag's dir. Ja. Ich sehe schon, da bin ich wo ganz besonders gelandet. He? Ja, bei uns passen die Leute aufeinander auf. Ja, ah ja. Die Verkehrsteilnehmer. Jetzt geht's weiter und zwar... Diesen Drehgriff permanent zu halten unterwegs, das wäre irgendwann einmal beschwerlich. Ja. Aus dem Grund haben wir uns überlegt, das Rad, das Vitali, braucht eine Tempomatfunktion. Bist du schon einmal auf der Autobahn gefahren mit dem Auto mit Tempomat? Ja.
wie ist denn das gegangen? Du gehst höher, fährst, bei Geschwindigkeit drückst drauf, ne? Und dann hältst du die Geschwindigkeit bei, ja. Das Allergleiche ist hier auch. Du kannst jetzt mit deiner Pfeiltaste, ne? Mach das mal gerade bitte, kannst du jetzt von Auto reine Drehgrifffunktion auf Assist, aha, jetzt ist der Assist-Unterstützer da. Und ein Punkt, ne? Also das heißt, die Geschwindigkeit Stufe 1 quasi ist relativ gering, 10-12 km/h. Okay. Und jetzt gehen wir schneller. Ja, genau. Also 3 oder 4 ist eine ganz gute Reisegeschwindigkeit. Hoppla. Ja, was hast du denn jetzt wieder gedrückt? Jetzt bin ich versehentlich auf die Taste gekommen mit der Weißumrahmung. Ja, das machen wir gerade nichts. Das speichert, zack, es ist wieder da. Ah ja, okay. Das erkläre dir, wenn es gekauft hast, das muss nicht alles wissen jetzt. Okay. So, also wenn du nochmal auf die Pfeiltaste drückst, 5 und 6, gut, das wäre jetzt die Höchstgeschwindigkeit. Mhm. Also wenn du jemanden verfolgst zum Beispiel, dann kannst du das, oder verfolgt wirst. Auf was kommen da dann so circa? Ach ja, gut, die 25 km/h. Und wenn ich kräftig mitdrehe, dann noch mehr? Ja, ja. Ah ja. Weil das Rad läuft sehr leicht, das Vitali. Ja. So, jetzt schalte ich bitte mal zurück. Okay, mal auf 3. So, stell dir vor, du fährst jetzt auf der Stufe 3, da hast du 17, 18 km drauf und kommst jetzt an einen, der wesentlich langsamer ist wie du. Mhm. Weißt, also ein konventioneller Fahrer. Heißt übrigens mittlerweile Biobike. Biobike? Ein Fahrer, normales Fahrrädle, sagen sie neuerdings Biobike dazu. Ich habe es jetzt gehört im ersten Mal, stell dir mal das vor, so ein Quatsch. Riecht man bestimmt bloß im Hoflader auf dem Bauernhof. Es ist unglaublich. Also da ist es ein ganz normaler Fahrradfahrer auf dem Radweg und an dem willst du etwas schneller vorbeifahren. Du bist mit Tempomat unterwegs, auf der Autobahn kommt ein Laster, an dem willst du vorbeiziehen. Was machst du? Gas geben. Gas geben, ja klar. Ja? Ja. Und so machst du das dann auch mit dem Fidali. Du trittst, gibst aber mit dem Booster Gas, also Strom, zischt an dem vorbei und lässt deinen Booster wieder los und dann fährt es wieder mit der Assist-Geschwindigkeit weiter. Okay. Toll, oder? Also das heißt, es ist nicht einmal unbedingt erforderlich, dass sich dann in so einer Situation automatisch gleich auf die Assist-Stufe 6 gehen muss. Nö, das Tippe kannst du sparen, du tust einfach kurz Gas geben. Gut zu wissen, ja. Weil man geht ja automatisch davon aus, ne? Wie beim Auto ja auch. Also wenn ich Geschwindigkeit brauche, brauche ich einen hohen Gang. Ja, ja, eben. Aber dann reicht mir das quasi mit diesem Booster. Weil das am Auto genauso ist. Du gibst Gas und gehst vom Gas wieder runter. Ja. Das ist eine tolle Sache. Ja, so. Verstanden, ja. Gut, ich habe es gemerkt. Mhm. Jetzt noch eine Kleinigkeit, wenn du auf der Assist-Stufe 1 oder 2 fährst, habe mir die Motorkraft reduziert. Und zwar hängt es dort damit zusammen, das hat ja einen Frontantrieb, das Vitali. Und es gibt verschiedene Modelle, wo man eine recht aufrechte Sitzhaltung hat und dann ist kein Gewicht auf dem Vorderrad, der Druck fehlt auf dem Vorderrad. Und dann könnte an einem steilen Berg, wenn der Straßenbelag feucht ist, könnte das Rad durchrutschen. Okay. Aus dem Grund haben wir gesagt, gut, okay, man muss das irgendwie reduzieren, diese Antriebskraft. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist Stufe 1 oder 2. Und wenn dir das passieren sollte unterwegs, ich weiß nicht, wo du wieder rumfährst, ne? Dann gehst du einfach her und schaltest zurück und dann passiert es nicht. Dann hört das Durchdreher auf und die Kraft, die du neidrittst ans Hinterrad und die vordere ist etwa ausgeglichen und dann entsteht der sogenannte Allrad-Effekt. Allrad-Effekt. Das braucht man im Winter im Jagdstall zum Beispiel, wenn alles zugeschneit ist. So brauchst du Allrad, gell? Ja. Also dann magst du das einfach. Ich habe das schon ausprobiert, da kannst du sogar durch Tiefschnee fahren. Funktioniert. Damit du jetzt losfahren kannst, Markus, gehst du her und schaltest den Assist aus. Ja, das hast du es richtig gemacht. Klack, auf Auto. Bis da wieder Auto steht. Und jetzt fährst du dann ausschließlich jetzt die erste Strecke, die Rathausstraße hoch. Ja. Mit Drehgriff probierst du das aus. Und wenn du dann übergesetzt hast Richtung Oberlauda, das ist dann die Rebgutstraße. Ja. Dann probierst du das auch mit dem Assist aus. Okay. Stufe 1, 2, 3 und so. Wird es da dann ein bisschen steiler oder wie? Nö, aber da ist dann kein Verkehr mehr und dann musst du nicht immer den Drehgriff halten. Da, okay. Fährst einfach so dahin. Gut. Jetzt gucken wir noch einmal, dass wir die Höhe richtig einstellen. Ja. Am Anfang ist ja so, man hat ja ein bisschen Angst auf so einem neuen E-Bike und dann will man mit den Füßen so weit wie möglich auf den Boden kommen.
Jetzt machst du mal den Sattel so weit runter, dass du sicher drauf bist. Ja, genau, wir haben da zwei Exzenterhebel und dann kann man da damit den Sattel hoch und runter stellen. Da ist so, also kurz der Ständer. Sag mal, wie groß bist denn du eigentlich? 1,72. Naja. Ich bin zu groß geworden. Und du? Naja, da will ich nichts sagen. Zu Glaubliebe. Lang gewachsen und Glaubliebe. So. Also kommst du jetzt sicher runter, hast du ein gutes Gefühl? Ja. Du könntest noch ein bisschen runter machen. Ich würde noch ein wenig runtergehen, ja. Aber du kannst ja Fahrrad fahren. Ja. Ne? Stell mal gerade dein rechter Fuß aufs Pedal. Du siehst, das ist jetzt noch ziemlich angewinkelt, das Bein. Ne? Ja. Auf Dauer, auf große Strecke hin oder der Berg hoch, will ja das Bein mehr Kraft erzeugen. Da ist es noch nicht günstig und optimal genug. Dann würdest du den Sattel höher machen. Ich mache das immer mit meinen Probefahrerprobanden. Wenn ich die begleite, dann fahren wir dann die Rathausstraße hoch, über die Straße drüber, hinweg und dann Richtung Oberlauda halten wir an und tue nochmal den Sattel hochstellen. Dann hat man sich daran gewöhnt, macht die Sicherheit, aha, so geht's, ne, auf- und absteigen und dann macht man den Sattel hoch und dann hat man die optimale Drehthöhe. Okay. Also du würdest dann noch etwas höher stellen, aber natürlich nicht ganz Bein durchdrehen, sondern es bleibt leicht angewinkelt. Okay. Der Lenker tut man relativ wenig verstellen, es sei denn, das passt gerade so, ne, für dich? Ja, okay. Ist angenehm. Solltest du einen ganz, ganz steilen Berg hochfahren und trotz Allrad würde das Rad durchdrehen wollen, dann stellst du den Lenker runter und dann kommt automatisch mehr Druck. War wieder aus hier, ne? Vorderrad. Mhm. So. Ah ja, okay. Siehst du das? Merkst du das? Ja. Okay, gut. So hoch will ich es haben. Du bist mehr ein Komfortfahrer, gell? Oh ja, was soll ich mir da so auch tun? Ne, aufrechte Sitzhaltung. Oh ja. Schön. Bremsen. Bremse? Ja. Bremsen. Wenn du Bremse willst. Ja. Das Vitali hat hier eine Rücktrittbremse. Es gibt auch welche ohne Rücktritt. Rücktritt ist klar, ne? Okay. Wenn du die Handbremshebel betätigen tust, ja. Die rechte Seite, wohin geht denn da die Bremse? Ach, ich muss immer überlegen, weil es ist nämlich gerade rumdreht wie beim Motorrad, gell? Ja. Rechts ist, hinne. Glaube ich, hinten. Hinne. Ja. Nicht nur glaube, das ist so. Okay. Und links ist vorne. Links ist vorne, ja. Viele wissen das nicht oder verwechseln es oder müssen sich erst dran gewöhnen. Also ich empfehle dir, wenn du freier Strecke bist, Richtung Oberlauda oder später der Berg runter, dann tu bewusst hergehen, lass mal Rolle und bremse mal. Und zwar einzeln. Mhm. Einzelbremse. Weil dann merkst du erst schon mal, welche Bremswirkung du überhaupt in deine Bremse erzielst. Also die hintere, die rechte oder auch die Rücktrittbremse haben etwa 30% Bremswirkung, also Bremsweg. So wenig, ja. Ja, und die vordere hat etwa 70%. Also das heißt, die vordere Bremse hält wesentlich stärker und kürzerer Bremsweg, wie wenn du deine Rücktrittbremse verwenden würdest. Okay. Idealerweise nimmt man zwei, alle beide, ne, alle beide Bremse. Kommt aber eine schwierige Situation, zum Beispiel eine Kurve mit Sand, dann kann man natürlich nicht die vordere Bremse benutzen, sondern nimmst du dann die hintere. Ja, ich wollte gerade so, Erhard, also ich habe echt immer einen großen Respekt mit der Vorderradbremse zu bremsen, weil mich hat sie mal als kleines Kind auf mein hohloisches Göschle gehaut und habe mich dann aufgeschlagen. Ja. Und seither bin ich da sehr vorsichtig. Das glaube ich. Ich werde das nachher mal echt versuchen, wie es sich verhält. Und, ja. Und trotz alledem, du brauchst die Vorderradbremse, um einfach in einer Notsituation anzuhalten. Übrigens, die Vitalis überschlagen sich nicht. Okay. Nein, weil der Schwerpunkt ganz weit hinten ist, da wo du sitzt. Ne? Also wenn der Sattel, wenn du das mal anguckst, der Sattel ist ziemlich über dem Hinterrad. Ja. Und bis du da abhebst, ne, das funktioniert nicht, selbst bei mir nicht, wenn ich den Sattel rausmache. Ich habe es ausprobiert, du kannst also voll in die Eise gehen. Also das glaube ich da jetzt noch nicht so ganz, aber probier's ich aus. Teste. Probier es aus. Na dann. Kann ich dich jetzt so fahren lassen? Ja, ich denke schon. Doch, ich freue mich jetzt so richtig drauf. Ja, dein Helm setzt du noch auf, gell? Den setze ich natürlich dann auch noch. Also ich vertraue dir jetzt, du fährst jetzt dazu Richtung Oberlauda, der Schmachteberg hoch, die Strecke kennst du. Und dann, wenn du kommst, dann sagst du mal,
wie es war. Alles klar. Also, ich freue mich mit dir. Jawohl, dann danke ich schon mal. Da. Jawohl, bis gleich. Tschüss ab.